Liebe Kolleginnen, in diesem Video geht es um Technologien für synchrones Arbeiten, auch bekannt als Videokonferenztechnologien. Für Videokonferenzen gibt es mittlerweile zahlreiche Tools. Neben bekannten Anbietern wie Zoom, Microsoft Teams oder WebEx gibt es auch kleinere, aber ebenso spannende Alternativen wie etwa Jitsi. Bei der Auswahl eines geeigneten Tools für die Erwachsenenbildung stellen sich verschiedene Fragen. Welche Funktionen hat das Tool? Wie sicher ist es? Wie stabil läuft es? Und passt es zu dem, was ich mir didaktisch überlegt habe? Sehen wir uns die wichtigsten Tools einmal im aktuellen Vergleich an. Zoom ist derzeit eine der bekanntesten und beliebtesten Softwarelösungen. Es läuft grundsätzlich sehr stabil, auch in Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmenden. Ist sehr intuitiv und bietet umfangreiche Funktionen, wie zum Beispiel Bildschirmteilen, Chat, Umfragen, Breakout-Räume oder Whiteboard. Die Einstellmöglichkeiten sind umfangreich. So kann man Teilnahmeberechtigungen individuell verteilen oder flexible Add-ons hinzufügen, etwa wenn man für eine bestimmte Zeitspanne einen größeren Meetingraum benötigt. Auch die Mobil-App ist intuitiv nutzbar. Die Basisversion von Zoom ist kostenlos und beinhaltet Meetings bis zu 40 Minuten mit bis zu 100 Teilnehmerinnen. Bei Meetings mit nur 2 Teilnehmerinnen ist die Länge sogar unbegrenzt. Darüber hinaus gibt es dann noch verschiedene Pro- und Business-Versionen. Zum Datenschutz ist zu sagen, dass Zoom einen Sitz in den USA hat und daher im Zuge der Anmeldung sogenannte Standardvertragsklauseln unterzeichnet werden sollten. Zoom hat beim Datenschutz insgesamt stark nachgebessert. So kann man mittlerweile auch einstellen, dass die Daten in europäischen Datencentern verarbeitet werden. Weitere Informationen zum Datenschutz der hier vorgestellten Videokonferenz-Tools befinden sich in den Kursressourcen. Microsoft Teams möchte eine Komplettlösung anbieten. Neben Videokonferenzen kann man hier auch Dateien hochladen, Aufgaben erstellen, Termine und Links teilen, Websites einbinden oder via Chat kommunizieren. Die Videokonferenzfunktion läuft stabil und bietet Screensharing, eine Chatfunktion, Breakout-Räume und ein integriertes Whiteboard. Microsoft Teams gibt es als kostenlose Basisvariante für Besprechungen bis zu 60 Minuten mit bis zu 100 Teilnehmerinnen oder in der Business-Version in Kombination mit anderen Office 365-Anwendungen. Microsoft sitzt ebenfalls in den USA. Auch hier gilt es also aus Datenschutzgründen, bei der Anmeldung die Standardvertragsklauseln zu unterzeichnen. Cisco WebEx und GoToMeeting sind zwei etablierte und stabil laufende Videokonferenzsysteme mit umfangreichen Funktionen. Bei WebEx gibt es eine kostenlose Basisversion mit Meetings bis zu 50 Minuten und bis zu 100 Teilnehmerinnen. GoToMeeting bietet verschiedene kostenpflichtige Versionen an. Beide Unternehmen haben ihren Sitz ebenfalls in den USA. Beim Datenschutz sind also wieder die Standardvertragsklauseln zu beachten. BigBlueButton ist ein Open-Source-Programm für Videotelefonie. Der Quellcode ist frei verfügbar und kann kostenlos verwendet werden. BigBlueButton kann zum Beispiel in Moodle integriert werden oder auf einem eigenen Server gehostet werden. Manche Universitäten handhaben das zum Beispiel so. Allerdings ist die Installation und Wartung recht aufwendig. Wer BigBlueButton testen möchte, kann dafür kostenlos und DSGVO-konform die in Deutschland gehostete Instanz SenfCall nutzen. Eine weitere kostenlose Open-Source-Alternative ist Jitsi Meet. Jitsi wird von einer sehr aktiven, freien Community als Open-Source-Software-Sammlung auf GitHub entwickelt und betreut. Das Videokonferenzsystem bietet grundlegende Funktionen wie Screensharing oder Chat. Man kann kostenlos und ohne viel Aufwand einen Jitsi-Server nutzen, indem man online
einen Raumnamen eingibt und den Link an die Teilnehmerinnen versendet. Alternativ kann man sich auch einen eigenen Server einrichten und verwalten. Bei einigen Tools, wie zum Beispiel Zoom oder WebEx, gibt es neben einer Meeting-Lizenz auch eine Webinar-Lizenz. Sie eignet sich vor allem für größere Meetings oder für Veranstaltungen mit Fokus auf Inhaltsvermittlung. Für Veranstaltungen in der Erwachsenenbildung ist jedoch häufig eine Meeting-Lizenz die bessere Wahl, da sie mehr Interaktivität erlaubt. So können mittlerweile ganze Tagungen oder Barcamps in einem einzigen Meetingraum stattfinden. Für die einzelnen Sessions gibt es dazu Breakout-Räume, die man individuell betreten kann. Während der Plenar- oder Übergangsphasen treffen sich die Teilnehmerinnen im Hauptraum. Und für den informellen Austausch können bei Bedarf eigene Plauderräume eröffnet werden, die zum Beispiel als Cafeteria oder als Terrasse benannt sind. Wer informelle Austauschräume noch realitätsgetreuer gestalten möchte, kann dafür spezielle Technologien wie zum Beispiel Wanda nutzen. Bei Wanda kann ich mit einem Avatar durch den virtuellen Raum gehen und andere Personen treffen. Sobald ich dabei in die Nähe von jemand anderem komme, eröffnet sich ein Zirkel, in dem wir miteinander sprechen können. Wenn ich meinen Avatar wieder von den anderen wegbewege, schließt sich dieser Zirkel wieder. Nach einem ähnlichen Prinzip funktionieren auch die Tools Gather und Spatial Chat. Egal für welches Videokonferenzsystem man sich entscheidet, beim Planen eines Live-Online-Termins ist es von Vorteil, einige Sicherheitsmaßnahmen zu beachten, um bewusste Störungen durch Unbefugte, also das sogenannte Zoom-Bombing, auszuschließen. Dazu sollte man Zugriffslinks und Meeting-IDs niemals öffentlich oder gar in sozialen Medien posten. Den Warteraum aktivieren und gezielt die Personen einlassen, die sich zur Veranstaltung angemeldet haben. Die Rechte zum Bildschirm teilen, eventuell sogar die Mikrofon- und Kamerarechte, immer nur gezielt an jene vergeben, die gerade etwas präsentieren. Und eventuell sogar das Meeting sperren, sobald alle Angemeldeten erschienen sind. Einige Videokonferenzsysteme bieten auch die Möglichkeit, im absoluten Notfall die Rechte aller Teilnehmerinnen auszusetzen. Nun gilt es also, ein passendes Tool für den jeweiligen Anwendungsfall auszuwählen. Bei den meisten Videokonferenzsystemen kann man eine kostenlose Basisversion oder eine zeitlich begrenzte Testversion nutzen, um zum Beispiel mit Kolleginnen alle Funktionen auszuprobieren und das System live zu testen. Weitere Informationen und Anleitungen zu den einzelnen Tools finden Sie in den Kursressourcen. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei Ihren Live-Online-Veranstaltungen.